alles Foyer Rossi, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Okay, ist hier rechts rein? Warte mal eben. Okay. Ja, hier rechts rein. Und dann? Da rein, da rein. Dann parkt er. Wann soll er da sein? Ja, da ist er schon. Oh, da sind die Felsen schon. Parking Position. Ja. Wir sind da. Felsen von Abatax, habt ihr ja gerade schon gesehen. Entschuldigung, ich habe den Windbuschel vergessen von der Kamera jetzt. Den Windbuschel vergessen. Und ja, so sieht es hier aus. Wo der da jetzt herkommt, weiß ich nicht. Lass mal eben gucken. Bin ich natürlich sofort neugierig. So, ich bin jetzt mal auf die Rückseite gekrabbelt. Ich komme ja normalerweise alle von da vorne rein. Also hier, wo ich bin, kommt ja normalerweise keiner hin. Da sind sie am Luren. Und überlegen sich, wie ist der jetzt hier hingekommen. Ich weiß nicht, wie tief das jetzt hier ist. Könnte man Sicherheit einen schönen Jumper reinmachen hier, aber da sind Felsen, schwer zu sagen. Wahnsinn. Frankie hat sich das mal wieder nicht nehmen lassen, mal hier hoch zu krabbeln. Ja. Da geht's Obi. Wir wollten jetzt da Gairo Vicca, wie heißt der Gairo? Gairo Vecchia. Gairo Vecchia. Wir sind in Gairo angekommen. In Neue Dorf, ne? Ja, von damals. Aber jetzt mal gucken, wo der alte überhaupt hinkommt, weil die eine Straße war für Wohnmobile gesperrt. Richtig. Und jetzt wissen wir gar nicht, ob wir da hinkommen. Warte mal. Müssen wir jetzt hier runter oder? Nee, geradeaus. Kannst du dir das so oft sagen wie du willst? Die hört nicht auf dich. Da müsste man. Rechts abbiegen auf Via della Vittoria. Geradeaus. Carabinieri. 200 Metern bei Via F. Maxia rechts abbiegen. Was sind das für Dinger? Puckelt und man sieht nichts. Später zu dem Dorf. Müssen erst mal ein bisschen gucken jetzt. Also ein verlassenes.
ins Dorf. Aufgrund einer Naturkatastrophe. Schlammlawine durch das ganze Dorf. Genau. Danach sind die alle weg hier. Ja, genau. Keiner ist mal zurückgekehrt. Über drei oder vier Tage lang hat hier so ein Riesenunwetter geherrscht. 50er Jahre. Genau. Ich meine 51, aber dann müssen wir mal bei Wikipedia gucken. Ja, genau, weiß nicht, ob der wird schaffen. Muss ich gucken, ob ich da überhaupt was sehe. Jetzt stehe ich wieder mitten in der Kurve. Guck dir den Buckel. Guck dir mal den Steilbuckel hier an. Ich fasse nicht. Komm hier runter. Kommen wir nicht runter, ne? Ne. Dann lass es. Dann müssen wir warten. Pass auf das Auto. Ja, lass. Dann lass. Du musst gucken, aber. Dann lass, Frank. Da ist er auch. Na lass, komm. Vergiss es. Fahr weiter, vor mir. Wie soll ich fahren jetzt? Nee, fahr weiter. Ich guck gleich, was Schnelles kriege ich jetzt hier. Und wir irgendwie eine Pause machen jetzt hier. Was soll ich machen? Über die Straße runterfahren jetzt. Ich weiß, was auch immer auf dem Schild steht, für LKWs gesperrt. Keine Ahnung. Jetzt kann ich hier die Straße wieder rückwärts runterfahren. Jetzt kommt aber ein Auto. Alto Belli, jetzt muss ich ganz stark sein. Sorry. Is it possible to drive with my this car? Può passare di qua. Can I drive here? Sì, sì. Yeah? Nuoro. Nuoro. Porta a per nuoro. Wir wollen. Barbara, komm mal her. Ja, jetzt muss ich erstmal die Brille abziehen. Hör mal, Nuoro, ist das die richtige Richtung? Er sagt ja, wir können hier fahren. Ja. Der Italiener hat es mal angequatscht. Die rosa rote Brille, der hat schon gelacht. Ah ja, grazie. Okay. Sempre destra. Ah, wir drehen ein bisschen nach hinten. Sempre destra. Okay. Nur. Okay. Oh, ja, okay, wir fahren. Komm, aber alles klar, steig ein. Danke, grazie. Also heute war wieder so ein Tag, heute ist der Tag der Tage. Weißt du, ich könnte das jetzt alles weglassen. Ich könnte das jetzt hier alle weglassen, aber ich zeige euch mal, das ist der normale Wahnsinn. Das macht die Barbara, die will wahrscheinlich jetzt übersetzen, was auf dem Schild da steht. Aber der Italiener meint, wir können fahren. Nur wenn jetzt da einer entgegenkommt, ne, dann ist, also ich passe da durch. Ihr seht ja die Straße. Ne? Aber wenn jetzt, wie er jetzt da entgegenkommt, dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Hör mal, der hat gesagt, wir können fahren. Darf uns so keiner entgegenkommen. Alles war aber. Ja, ich gucke da den Weg. Hast du, was stand denn auf dem Schild? Ja, das muss ich ja noch übersetzen, aber habe ich im Moment nicht gelernt. Das wäre nichts für mich heute. Heute ist wieder der Tag der Tage. Man soll nur hoffen, dass hier keiner kommt. Mann! Dass ihr nicht mit dem LKW langfahren darf, das macht schon Sinn. Aber viel. Er meint wahrscheinlich die Löcher.
links, ne? Hier hoch. Aus, von oben, ja. Das ist alles gut, oder? Ja, wartet. Oh, kommt da aber noch. Aber da steht ein Rohr hoch. Warte, der wird überholt wieder. Hör mal, also. Wo steht ein Rohr? Ist doch richtig, ne? Ja, ist richtig. Ich kann nur eins sagen, gut, dass ich den jetzt angequatscht habe, sonst hätten wir nämlich, wenn ich nicht rückwärts zurück, weil wir die ganze Scheiße zurückfahren müssen. Für die paar Meter jetzt. Kinders, ich kann euch sagen, um jede Ecke kommt hier was Neues. Jede Ecke. Seit Quatschstunde gerade überholt er mich noch wie ein Geisteskranker und jetzt hat er wieder Zeit. Tja, kleines Hindernis und zwar dieses Riesenschlagloch und der Frank, der muss mal so ein bisschen schneiden jetzt. Ich hoffe, wir kommen dann weiter und erreichen unser Ziel heute noch. Bis später mal. Jetzt kommt hier. Noch ein Auto. Das ist doch nicht normal. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Das mal. Hinter ist uns auch noch ein Auto. Ja, das sollen Sie jetzt machen, dann bleibe ich jetzt hier stehen. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Das sieht der doch, dass ich hier komme. Ja, jetzt müssen wir zurück. Nee, ich fahre, hinter mir ist auch einer. Ja, ich weiß, du musst zurückfahren jetzt. Nee, da kann er ruhig zurück. Pop, ich bleib jetzt hier sitzen, ich mach gar nichts mehr. Frank, jetzt soll ich jetzt machen. Nee, hinter mir ist ein Auto. Hinter mir, hinten ist auch noch einer. Die ganze Zeit war ich ruhig, oder? Irgendwann ist auch meine Geduld am Ende. Wenn der Italiener nicht zurückfährt. Da hinter uns ist einer, müssen wir impfen. Wie viel Serie haben wir noch? Zwei. Wir brauchen sicher noch zwei. Kinders, meine Nerven liegen blank, kann ich euch sagen. Das ist reine Selbstbeherrschung gerade bei mir. Der eine Italiener fährt nicht zurück, der andere Italiener mit dem Roten hier, der sagt ihm, dass er zurückfahren soll. Ich kann eher damit rumfahren, ne? Der weiß ja erst mal. So, geht nicht mehr anders.
Ja, jetzt muss ich da durch. Was soll ich machen? Wir müssen jetzt da durch. Anders geht nicht. Ich habe jetzt die Äste abgeschnitten, mehr kann ich nicht machen. Eine Chance zu drehen. Hey, Leute! Emma! Das Navi nehme ich nicht mehr. Es reißt nicht ab. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt wieder gelandet bin. Auf jeden Fall, das Navi sagt, wir sollen hier reinfahren. Ja. Und hier ist Ende. Ich raste aus. Ich könnte komplett ausrasten. Das Ende hier. Frank, das kann ich nichts für. Dann sagt mir das Navi jetzt hier. Kann ich jetzt die ganze Scheiße wieder zurückfahren? Ja, müssen wir. Hey Leute, wir sehen das Ziel da vorne und ich hole jetzt auch die Brille nicht mehr raus, weil die nutzt jetzt auch nichts mehr. Es ist nicht zu fassen. Also dann habe ich ganz was für Nee, hasta la vista, Barbe. Ja, aber wirklich jetzt, ne? Das ist nicht zu fassen. Außer uns. Oder sage ich dir, was ich jetzt meine jetzt. Warte mal. Der tückt immer schön davor. Boom, boom, boom. Mein Gott, ey. Komm. Wir sind die Einzigen, die seit Jahren hier lang gefahren sind. Glaubt mir das. Die Einzigen. Hier ist noch nie ein Mensch, hast du ja gesehen. Die Büsche holen sich die Straße zurück. Da oben ist der Stellplatz und die Bar. Wir fahren hier schöne Nebenstrecke ins Nirvana. Sag mal, wenn das nicht so traurig wäre, müsstest du schon fast drüber lachen. Ja. Weißt du, das Problem ist ja, ich könnte natürlich jetzt alles schneiden. Da ist es, da drüben. Ja, und ist nur schön, aber leider sieht die Realität oftmals auch so aus wie heute. Es fehlt nur noch, ob mir eine Kuh vor dem Auto läuft. Hier? Ja. Da sind wir wahrscheinlich wieder die Einzigen, die da stehen. Ich sehe keinen. Ja, aber die haben gesagt, man kann da stehen. Zwei Trecker sehe ich da. Aber ist jetzt auch scheißegal, da ist ein Bar, Restaurant, scheiß drauf, wie lange jetzt hier. Wenn wir Glück haben, können wir stehen bleiben heute Nacht. Wenn wir gleich mal gucken. Ja. Die Nerven liegen blank, so viel steht fest. Bis später. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, das ist direkte Fortsetzung von gestern. Der Tag der Tage. Aber wir haben gut geschlafen, ne? Oder? Ja, jetzt mittlerweile geht wieder. Also. Du wolltest auch irgendwo anders rein. Trank. Also ich kann nur sagen, gestern war der absolut, muss ein bisschen höher machen. Gestern war der absolute Horror. Also wirklich.
Also, hat die Barbe da gestern mit mir gemacht, ich beziehungsweise nicht. Hat Navi. Navi. Und dann kamen noch ein paar andere Hindernisse dazwischen. Ja. Also ich glaube, so oft an einem Tag habe ich die Brille noch nie gebraucht. Der Tag fing ja super an. Ja. Das ist ja auch der Tag, wo ich auf der Pedra Longa war. Und da war schon anstrengend genug. Und dann haben wir, ach komm, wir fahren weiter nach Abatax. Da konnte man ja angeblich stehen auf dem Platz. Kann man auch, aber total hässlich, außer die Steine. Total der Trubel da. Ja, das jetzt ist schon. Direkt am Hafen und Industrie ein bisschen. Also ich sag mal, wenn ihr da in der Nähe seid, fahrt da einmal hin. Das ist kostenlos, der Parkplatz. Einmal aussteigen, vielleicht oder einen Kaffee trinken, eine Pause machen. Ein paar Fotos. Und dann ganz schnell wieder weg da. Ja, der Ort ist nicht schön. Nee. So. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Erstmal fing das damit, wir wollten rüber an die Westseite, von Osten an die Westseite, da sind ja ein paar Kilometer, über 200. Wir fahren schon mal so weit, wie er kommt. Es war der Plan, nach Gaio Vecchio zu fahren. Gaia Vecchio. Gaio Vecchio, ja. Wenn wir richtig ausgesprochen haben. Ja. So war der Plan. War schon mal die erste Straße gesperrt, Umweg, voll die Polterkarre. Mhm. Da kam mir schon einer entgegen, ich konnte nicht so schnell fahren, da waren Schlaglöcher, fährt er mir vorbei, überholt, 200 Meter weiter kommt der Strand, wollte er parken, mit seiner, ja, ich muss doch wieder, nee, so. Aber der ja. Zeigt, regt sich da auf Italienisch in seine Karre auf, weil er wahrscheinlich was gegen Wohnmobile hat, meine andere Erklärung habe ich dafür nicht, ja. Aber Barbara war ja im Auto, da war ich ja schon wieder ganz ruhig. So. Dann ging das weiter. Das erste war, jetzt müssen wir irgendwo in so einem Kaff, da war vor Gaio Vecchio oder danach? Nee. Erst in Gaio Vecchio sagt die Straße, hier könnt ihr nicht langfahren. Für ein Wohnmobil genau. Gesperrt. Da wollte ich gesagt, immer. Ja. Immer wieder dahin. Und da stand wirklich Wohnmobile gesperrt. Und ich habe auch schon gelesen, das ist so die alte Straße nach Gaio Vecchio. Gaio Vecchio ist ja, wie ihr wisst, dieses verlassene Dorf, Lost Places und so weiter. Ja, und das war wohl damals die Hauptstraße. Ja, und laut Navi immer noch. Da steht aber wirklich dran, Durchfahrt, Wohnmobile verboten. Ja, haben wir natürlich nicht gemacht. Da sind wir oben rum und dann ist da noch ein Parkplatz eingezeichnet gewesen. Den haben wir dann auch schließlich irgendwie gefunden. Also dieses neue Gaio sind wir dann gefahren, neue Dorf, und kamen aber auf den Parkplatz nicht drauf. Weil der war total abschüssig, tiefer. Da war also eine scharfe, eine steile Kante. Ja, genau. Ja. Und da wäre ich so, vielleicht hätte, aber, also ganz ehrlich, wenn ich alles in der Kurve und so weiter. Ich weiß, andere entweder sagen, seid da selbst schuld, ihr habt einen Rollerträger, okay, da muss man, geht halt so. Nicht alles. Genau. Und ich habe, wenn ich da jetzt runtergefahren wäre, da war so eine starke Kante, wenn ich da hängen geblieben wäre, nein, da ist also der Rollerträger krumm, dann stehe ich da. Genau, wir hätten, wenn wir jetzt nicht schon so fertig gewesen wären, mehr oder weniger, hätten wir uns vielleicht in Gaio einen Parkplatz suchen können, ja, irgendwie an der Schule und so weiter, und hätten dann zu diesem verlassenen Dorf laufen können oder mit dem Roller fahren können, aber mit dem runter. Wir wollten aber noch weiter. Es sollte eigentlich nur so ein Stopp werden, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr. Erst war geplant, auf diesem Parkplatz zu übernachten, in Gaio. Da wollten wir übernachten. Ja klar, auf dem Parkplatz. Da wollten wir übernachten, genau. Und da haben wir gesehen, okay, das geht nicht. Und dann, ja, okay, dann musst du irgendwo anders übernachten. Ja, und dann sind wir weitergefahren, wieder laut Navi, Richtung Nuoro. Weil darüber geht es nur zur Ostküste, also hauptstraßenmäßig, oder ganz unten über Cagliari. Das war ein Riesenumweg. Und dann sind wir über Nuoro gefahren. Ja, und dann in so einem kleinen Dorf gelandet. Und dann stand auf einmal, Durchfahrt verboten für LKWs. Wir haben auch kein LKW. Okay, sind wir da hochgefahren. Und dann wollte der Frank schon drehen wieder, weil er war. Dann war nämlich da immer ein Schild. Ach, da wollte ich noch gucken, was das heißt, ne? Hat sie immer noch nicht gemacht. Baustellenschild auf jeden Fall. Auf jeden Fall nichts Gutes, haben wir so gedacht. Ja, ja, ein Baustellenschild. Da hatte ich Dreh. Ich irgendwie konnte mit rotem Rand, also irgendwie. Aber da habe ich versucht zu drehen. Achtungsschild, genau. Ich hätte mich da komplett festgefahren. Ja. Mhm. So, da habe ich gesagt, ich muss hier rückwärts rausfahren. Und dann kam der Italiener von oben runter. Ja. Und ich den sofort angehauen, ne? Sag mal, pass mal auf. Mit dem PKW jetzt, ne? Ja. Mhm. Können wir hier langfahren? Und er sagt, sie war er dran. Ne? Ja. Ich sage, okay, super. Sag, Barbara, steige ein. Wir fahren. Ja. Da darf mir so keiner entgegenkommen. Und das waren wirklich nur 300 Meter. Ne? Aber allein der Adrenalinpegel, die ganze, den Müll wieder hätte zurückfahren zu müssen, nur weil ich durch die scheiß Straße nicht komme. Ja, so. Und dann haben wir eine super schöne Gegend da oben. Also wirklich, also wenn ihr hier seid. Die Bilder habt ihr ja gesehen. Bombe und sehr viele Freistehplätze da.
Da hättest du wirklich überall am Stehen, überall. Straßenrand haben wir auch versucht können. Bei dem einen Mal, aber da war so windig da oben. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, nee. Wollten auch noch ein paar Kilometer machen, ne? Jetzt ja, endlich. Das wäre jetzt, ja, das war jetzt, ja, irgendwie. Auf jeden Fall, da kommen wir eine Straße runter. Kurz, wirklich, 100 Meter, noch keine 100 Meter von der Hauptstraße. Da ist in der Straße ein riesen Schlagloch. Also wenn ich mit dem Hinterrad durch das Schlagloch gefahren wäre, der Rollerträger aufgesetzt. So viel kann ich mir verraten. Ja. So, und links waren die ganz... Kommt im Film, glaube ich, gar nicht so rüber, wie groß das war. Ne? Und wie diese Matscha oder die Matscha so. Ja, genau. Oder so. Und Sträucher noch. Knüppelharte Stöcker mit diesen Dornen dran. Ich sag mal, die muss ich zurückschneiden, weil wenn man da jetzt lang kratzt, hast du die ganze Seite verkratzt, wenn du Pech hast. So, was? Genau, da war nichts. Da wirklich, da war nichts los. War nix. Und da war ein alter Bahnhof, war noch eine alte Bahnlinie. Und, ne? Und was jetzt kommt, Leute, das ist jetzt nicht übertrieben und da meine ich jetzt wirklich todernst. Da kommen zwei Motorradfahrer aus Deutschland. Ja. Ich steige aus, da fragt er mich, sage ich, klar, Moment, ich komme hier nicht durch. Da sagt er zu mir, wirklich jetzt. Ja, dann fahr die Karre an der Seite, damit wir vorbeikommen, ne? Karre allein schon, JR ist keine Karre. Da habe ich zu dem gesagt, das ist typisch deutsch. Seht zu, dass er, beide zu, dass er hier durchfahrt. Ich habe gesagt, komm. Lass durch. Ich ein Stück rückwärts, es war ja auch nicht einfach, ein Stück rückwärts gefahren. Ne, die beiden durch. So, und dann kommt von hinten Italiener und von vorne Italiener, habt ihr gesehen. Also den vorderen zumindest. Und meinst du, einer von denen fährt an der Seite? Wir waren im Sandwich. Ich habe gesagt, was? Und mir war mittlerweile alles egal. Ich bleib jetzt hier stehen. Ob der hinten was macht oder vorne, irgendeiner wird sich schon bewegen. Wir kommen ja auch nicht vorne zurück. Ne? Ja, aber was soll ich da machen? Vorne einer, hinten einer. Ich war ja schon schwer erst am Schneiden. Ich war schon fast fertig mit der Schneiderei. Ne? Ich war schon fertig, wir waren schon drin. Ja. Wir wollten fahren. Und dann kamen wir. Ja, genau. Und keiner ist an die Seite gefahren. Was soll ich machen? Fliegen? Und dann, ist der Italiener ausgestiegen und kommt zu mir zum Auto. Ich sage, ja, dann lass den mal kommen, hast du ja gesehen. Ne? Der hat ja gesehen, auch hinter dem einer. Der ist an uns vorbeigelaufen, der hat nochmals mal ins Auto reingeguckt bei uns. Ja, ja. Der hat gesagt, mit dem kann ich mich nicht verständigen. Der hat wahrscheinlich deutsches Kennzeichen gesehen, war schon so, hat so eine Krawatte gehabt. Ist er zu dem da hinten, habe ich nur gehört auf Italienisch, dann ist der hinten erstmal wenigstens weggefahren. Ja, genau. Ne? Dann bin ich 2-3 Meter zurückgefahren und dann ist der junge Italiener da, der ist da ganz easy going mit seiner Auto da vorbeigefahren. Ja. Ja, und dann bin ich auch durchgekommen, habe so ein bisschen, bin ich noch an eine Seite rangekommen. Mhm. Aber ist, glaube ich, nichts passiert. Da haben wir gar nicht geguckt, ne? Ja. So, und dann, aber wir sind ja fast da, sagt die Barbara, jetzt müssen wir ja rechts, wir können doch gerade auch so an, ich fahre ja rechts. Ich fahre rechts, schön durch die Landschaft. Wieder die alte Landstraße, hat man ja wieder alte Landstraße, und dann, jetzt müssen wir hier links. Und habt ihr gesehen, ich auf die Brücke draufgefahren. Da ist schon 20 Jahre keiner mehr lang gefahren. Also. Und ich habe vorher in der Hauptstraße schon dieses Schild gesehen von diesem Rastplatz hier, ne? Ja, oder Bar, ne? Bar meinte, wenn wir rechts fahren, sind wir auf der richtigen Seite. So, und dann am Rückweg, diesmal wieder zurück zur Hauptstraße, sagt das Navi wieder rechts, wieder über so eine Brücke. Ich sag, wenn ich jetzt über die Brücke fahre und wir kommen da nicht rüber, da passiert ein Mord. Dann sind wir den Weg zurück auf die Hauptstraße. So, lange genug gequatscht, wir wollen frühstücken. Ja, hat jetzt auf jeden Fall, sind wir jetzt hier. Ja. Ich habe mein Puls ist wieder runter. Wir haben gut geschlafen. Genau, wir sind ja auf über 800 Meter. 866 Meter, sagt mein Höhenmesser. Genau, in den Bergen. So, wunderschön. Und Barbara hat einen Sonnenbrand auf der Nase, sieht man ja noch ein bisschen, aber ja, so einen richtig fetten hat sich da eingefangen. Ja, hör auf, ey, mein Gott, ne, ja, geht schon wieder. Und wo sind wir jetzt hier gelandet? Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie das. Ja, komm, ist egal, blenden wir ein. Blenden wir ein, aber super nett. Klasse, man kann hier wirklich schlafen. Ist kein Rastplatz in dem Sinne, sondern mehr so Agritourismus, würde ich mal so sagen hier. Ne? Also alles, Landwirtschaft, ne? Landwirtschaft, ist so ein Restaurant. Und wir haben so eine kleine Bar dabei. Kein Restaurant, eine Bar. Eine Bar, genau. Und gestern Abend haben wir dann da, ohne Scheiß, 2 so dicke Panini mit viel Mozzarella, dann noch ein bisschen Gemüse drauf. Ich weiß gar nicht, was für Gemüse war. Ich glaube Aubergine oder so. Keine Ahnung. Dann ein Schälchen Oliven.
Und dann nochmal drei Bruschetta, ne? Und drei Getränke. Jetzt schätzt mal, wie viel wir bezahlt haben. Kommt ja nie drauf. 9,80 Euro. Ich habe gedacht, kann es nicht sein, 9,80 Euro. Ja, natürlich Trinkgeld gegeben und so weiter. Ne? Ja, also wenn ihr mal hier seid, nicht nur deswegen, weil es jetzt preiswert ist, sondern weil die sind auch total lieb, total nett, freundlich. Man sitzt super schön da drin und aber auch draußen. Ja, und jetzt gehen wir gleich nämlich auch noch da frühstücken und fahren dann weiter zum Reiskornstrand. So ist der Plan zumindest. Ob das heute ankommt, keine Ahnung. Ja? Sind noch 150 Kilometer. Ja, weil ich habe mir nämlich sagen lassen, dass am Reiskornstrand, ist ja auch alles ein bisschen lagunenmäßig da in der Nähe zumindest, wo man auch Flamingos sehen kann, müssen jetzt schon sehr viele Mücken sein. Juckt mir direkt. Ich guck mal. Wir gucken mal. So, Barbara, bist du jetzt fertig? Ja, ich habe Kaffeedurst. So, ja. Wir gehen jetzt mal rein. Nimm die Kamera mal mit, da ist eh nichts los. Zeig von aber wieder dann. Von außen kannst du auch ein bisschen von außen zeige ich auch nochmal einmal, ne? Wo wir jetzt hier stehen. Also ist wirklich super. Also für einmal. Super gut geschlafen. Weil die Gurkerei, da ist schon, also das kann man, unterschätzt man echt. Ja, ne? Unterschätzt man. Weil ich wieder Kurven gefahren ja, habe gestern. Ne? Gut, weil wir natürlich auch so ein bisschen noch ein bisschen sehen wollten auf dem Weg dahin und so weiter. Ne, klar. Aber und man hört ja auch immer, wenn man immer, jetzt sage ich wieder mehr, ja, aber ganz kurz, YouTube guckt, wie toll die Straßen auf Sardinien sind, ne? Also, da sind ein paar gute gemachte Straßenbahnen. Die Hauptstraßen, die Autobahnen und aber, die Schnellstraßen. Aber die anderen Straßen, die wir heute da so teilweise gefahren sind, die sind auch nicht besser als bei uns. Nee, die sind genauso wie bei uns. Aber ist okay. Na, da kommt mal wieder so ein Teilabschnitt. Aber die gestern, die Straße, also wirklich, wenn wir jetzt alles andere ausblenden, was gestern so gewesen ist, ich fand die Gegend also ja, die gestern mega. Mal, freilaufende mega. Pferde, Kühe, Ziegen. Boah, ich hätte da wirklich. Ich weiß gar nicht, ob das Wildpferde waren. Keine Ahnung. Gibt es hier Wildpferde auf oder die? Also, so schön. Also wirklich, man hätte da wirklich stehen können, wandern können und so weiter. Also ein Traum, Träumchen. So, also, komm. Jetzt gehen wir. Komm. Also hier sind wir übrigens jetzt, Abatax, Gaivo und hier an dem See, hier in dem, da befinden wir uns irgendwo. Ja, und jetzt geht's rüber auf die andere Seite. War auf jeden Fall eine ziemliche Gurkerei, so viel kann ich euch sagen. So, jetzt langsam füllt sich die Bar. Wir haben noch mal einen zweiten Amerikaner genommen, da ist nicht viel drin. Kann man gar nicht sagen. Ah ja, musst du selber mit Wasser aufnehmen. Naja, egal. Bis später. Ah ne, gar nicht wahr. Wir fahren jetzt weiter. Für dieses Video. Das Ende. Ja. Ja. Oder nicht? Oder nehmen wir noch. Was? Also ich weiß selbst noch nicht ganz genau, wie es jetzt weitergeht. Genau. Wir machen jetzt mal Schluss. Genau. Danke fürs Zuschauen. Ja, nicht schlecht. Gerne auch Kommentare. Ja, auch euch ist schon passiert, ihr die Gegend hier kennt. Das Wandergebiet ist, ich denke mal. Oder, sollen wir die Sachen rauslassen und nur schön schön machen wie viele andere? Wow. Wo alles super ist? Mhm. Nee.
nicht unser Stil. So, ich würde sagen, wir beiden sind jetzt raus. Tschüss.